Moin, moin, liebe Leute. Willkommen zurück hier bei Manni und Günis Forstimperium. Zusammen mit dem Manni. Günther! Und dem Brunsman. Hallo. Der Manni, Günther ist. Ja? ich komme mal später heute. Du kommst heute gar nicht später, Günther. Bei uns brennt die Luzi, aber vom Allerfeinsten, gell? Das wollte ich dir nochmal sagen. Aber Hier Manni. ist richtig tappenduster, Alter. Günther, ich habe ja einen Laptop offen. Ich schwitze wie ein Schwein. Alter! Junge, ich habe hier eine E-Mail. Die sind ja mit den Solarpanels unterwegs, Günther. Die wollen aufbauen. Da oben der Hügel, da liegt alles voll Holz. Günther, ich krieg eine Macke. Wenn der Auftrag hier in die Hose geht, wir müssen jetzt sofort, wir müssen mit zwei Frontladern, müssen wir hier das Holz jetzt wegballern. Brunsmann, Ja. ich brauche noch in Holz, Holzknipse zum Aufladen hier. Wieso steht denn der Holzanhänger überhaupt hier und ist nicht im Einsatz? Günther, ich schwöre blöde. Was denn? Günther? Ja. Ja, mach dich auf Schicht jetzt. Es geht los. Manni, ich hab ein neues Haus. Es ist mir doch scheißegal, ob du ein neues Haus hast. Warum? Ja, wie, warum? Oh mein Gott. Herr Brunsmann, können Sie nicht vorher anrufen? Nein. Ich dachte, Sie sind schon fertig hier. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Die Wie viel haben Sie Solarpanels von müssen den, aufgestellt werden. wie viel haben Sie von den Dingern? Ja, die Container sind noch versiegelt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Nee, wie viele Container? Da kommen noch ein paar, oder? Das war doch Ja, nicht nur einer. da kommen noch ein paar. Oh, pass auf, das müssen wir logistisch, müssen wir das irgendwie. Haben Sie noch zum Abladen hier diesen Dings dann? Ja, ich kann die Wissen einfach hier absetzen, das ist kein Problem. wir. Na, passen Sie auf, wir tun. Oh, scheiß die Wand an. Wie machen wir das am besten? Kommen Sie mal, fahren Sie mal, gucken Sie mal, ob Sie die hier absetzen können. Hier, vielleicht auf der Wiese hier. Hier vorne können wir nicht auf dem Parkplatz drauf, da gehen die Anwohner, gehen die wieder steil. Da kriegen wir wieder riesen Ärger. Außerdem zerkratzen sie hier den Boden mit dem IT-Rammer. So, nochmal zurück hier. Zurück, zurück, zurück. Weiter, kommen Sie nur. Ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter, Herr Brunsmann. Stopp! Jetzt tun Sie mal absetzen. Ich sage Ihnen, wenn Sie ein bisschen vorrollen langsam, gell? Vielleicht Ja. passt es auch. Ne, rollen Sie mal ein bisschen vor. Noch, gut, noch ein bisschen vor. Vor, 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 vor. Was denn jetzt? Günther, hast du gesoffen? Bisschen. Was? Ein bisschen. Ja, was ist los schon wieder? Ich weiß es nicht, einfach Spiel abgestürzt so. Leben abgestürzt, kennst du ja. Ja, dein Leben ist eh, du bist eh abgeschossen. Gut, so ist gut, Herr Bronsmann. So ist Perfekt. gut. Könntest du stehen lassen. Alter, Vater, ey. Haben Sie noch den Dings, wegen der. Müssen die noch irgendwo hin transportiert werden? Also wissen was ich meine? Diesen Greifer hier, haben sie so ein Ding hoch? Wissen Sie was ich meine? Nein, werden Sie ein bisschen deutlicher. Nein, diesen, wie es aussieht, aus wie ein Teleskoplader, wo man die Container angrapschen kann. Aha, ja, das steht bei mir unten. Ach, das steht unten. Da wäre es Ja. vielleicht das Beste, ich weiß nicht. Wir lassen sie, wir stellen sie erstmal alle Container hier hin. Ne? Und dann müssen wir erstmal warten, wie ich denn dort. Wieso steht denn hier eine Bank? Steht hier auch eine Bank bei Ihnen? Ja. Okay. Genau, und dann werden wir erstmal. Und dann müssen wir mal fragen, ob wir die hier hochbringen sollen oder irgendwas. Weil ich habe nämlich das dumme Gefühl. Oh, hier brauchen wir ein bisschen Allrad. Und der Frontalsperren. Ich habe nämlich das dumme Gefühl, dass wir hier noch eine Straße aufbauen müssen. Ja, wenn auf einer Straße kann das schwere Gefährt schon fahren, aber sonst denke ich, sieht es sehr schlecht aus. Naja, fürs Gelände, gell, ist das nämlich nichts. Nein, überhaupt nicht. Günther! Manni, was denn? Bist du in der Welt? Ich bin auf der Welt, Manni. Aber hör mal, komm mal. Mache dich in der Firma, hier brennt der Lutz, Alter! Es geht gerade nicht. Ich habe so viele Spezialtropfen verkauft von der über die Social Media App. Ich habe ein neues Haus. Günther? Ja, Günther? Du setzt dich jetzt sofort in dein Dacia und kommst hierher. Weil ich habe nämlich. Günther, warte. Ich habe scheiß noch ein. mal eben drauf. Komm mal rüber. Günther, ich komme. Günther, ich habe noch einen Folgeauftrag. Ich habe fast alle Massebäume verkauft. Auch über die sozialen Medien. Herr Brunsmann, können Sie mir noch eine Zange liefern zum Bäume angrebsen vom Frontlader? Ist Ja. das schön, Das wäre super lieb. Oh, Günther. Manni, Ja, jetzt gebe ich auf den Sack, ich komme. Dann machst du dich auf Arbeit. Ansonsten knallt die Lutzi hier. Ich sag dir,
Hier steht der erste Solarcontainer, Günther. Ja, jetzt komm! Jetzt mach doch mal ein bisschen mit! Ich mach ja, mit! Steh mal deine Base, Alter! Nimm schon heute. Ne, komm hier. Wir nehmen mal den. Oh. Lol, ey. So. Und ich wollte mal. Also, und ich wollte mal. Und ich bitte wollte, schnell, Brunz! Ja, mach jetzt den Eng, ich bin doch schon unterwegs. Und ich wollte übrigens mal ganz gerne noch darauf hinweisen: Däumchen nach oben, man würde dich loben. Du Mink mit dem Soundfall. Gut, Günther? Ja. Ich bin gleich da, eine Sekunde. Brunzmann, kommen Sie auch mal rüber. Ich zeig Ihnen. Ja, später. Alter, was ist das denn? Warte, wo bist du? Sag mal, Günther, bist du nicht ganz dicht, ne? Ich komm mal her! Ist das noch Feuerwehr oder was? Ja, ja, ja. Warte mal, komm mal. Du, komm mal her! Du musst mir folgen, okay? Du folgst mir jetzt! Aber ja, du darfst nicht vorrennen! Ist ein bisschen eng alles hier mit dem dicken Plautz. Warte, bist du hinter mir? Ja, warte! Wo denn? Ja, ja, nein! Nee, warte, ich bin ja falsch! Warte, komm, folg mir! Ich ja. Sag dir gleich, wo du warten musst und dann ruf ich dich. Warte. So, warte mal hier. Hier warten, ja? Das ist ein schlechter Scherz, so. Als ich hier bin. Warte, komm rein! Komm schnell rein! Oh, Manni, ist das schön! Willst du auch mal? Ja, wenn du so fragst, ich habe ja lange nicht, ne? Och, guten Tag, junge Frau. Ich weiß gar nicht, wie es mal anstellt sein beim ersten Mal wieder. Ne? Bin der Manfred. Och, jetzt ziehst du mal hier ein bisschen hoch, da guck ich ein bisschen Nippel raus hier. Mensch. Wo ist denn hier der Eingang? Das Küsschen ist aber auch kurz. Ja, Herr Brunsmann, das ist nicht für schwache Schweizer. Ja, mit dir, sag mal, Alter, bist du nicht mal dicht oder was? Was denn? Ja, wie willst du dich noch zelebrieren? Hast du nicht mal ein Land am Zeug? Du kriegst nichts am Höhe, Alter! Komm mal mit, ich zieh dich. Ich bin nicht mehr dicht, ne? Gutsmann, gehen Sie mal hier in den Raum und dann die zweite links. Da habe ich eine Überraschung für Sie, weil Sie uns immer so schön und mal Traktoren bringen. Du siehst hier, guck mal, Günther. Du, Herr Brunsmann, kommst du mal her, Herr Brunsmann. Ja. Oh, okay, gell? Ja. Und guck Sie mal hier, Herr Brunsmann, hier. So sieht die Konferenz aus. Hier, wie wird die Konferenz gehalten? Hier vorne. Das Klöppi-Bild und hier sind hier hinten tanzen die Weiber an. Oh, nee. Komm mal mit, ich zeig dir noch etwas. Hier ist meine Küche, ne? Aber jetzt pass auf. Alter, ey, ja. Übertreib's mal, ne? Hier ist eigentlich nur Zutritt für Mitarbeiter. Warte. Aber darfst du mal rein. Kick ihn dir an! Ihr seid doch nicht mehr sauer, ey, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war eine illegale Brauerei, ne? Ach! Ich habe gedacht, das ist ja richtig, die richtige Kakaobohnen verarbeiten. Junge! Bist du nicht mehr dicht, ne? Alter, da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Muss ich echt sagen. Da ja. Fehlen mir die Worte. Mir aber auch, du. Mir aber auch. Ach, ja, halt. Eigentlich wusste ich, dass halt das irgendwann kommen wird. Naja. Ja, das haben wir alle gewusst. Ja. Das haben wir alle gewusst, dass das irgendwann passiert. Jetzt ist halt so. Das ist der absolute Hit. Das ist der absolute Hit. Und ich habe mich über den Solarcontainer gefreut. Stark. Gibt's gar nicht. Hast du Bock? Guck mal an hier. Was der hier macht? Hier, der illegale Bierfässer. Illegale Bierfässer überall. Ja. Und die Brauerei? Ja. Na hier, der Günther. Nee. Und hier? Hier. Nee. So. Na gut. Also Günther, mir fehlen da echte Worte. Ich kann da jetzt gerade gar nichts zu sagen, das muss ich erstmal verarbeiten. Ja. Aber ich finde, das ist schon ein bisschen. Also. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen over the top hier, gell? Die Baugenehmigung liegt diesmal vor. Günther? Ja sicher, wie immer. So, kommst du jetzt bitte auf Arbeit? Ja, ich komm jetzt. Ich bin so schockiert gewesen, gerade dass ich schon wieder die Zeit vergessen habe. So, was ist jetzt los? Wer kommt jetzt vorbei mit was? Da. Oh, die Solarcontainer sind schon da mit den Solarplatten drin, die hier auf dem Hügel platziert werden sollen. Ach so. Ja, und hier liegt alles voll Holz.
Mann, ey. Da fehlt mir echt, ne. Dö. Gut, das war fast nicht gegangen. Wie gehört denn eigentlich dieser orangefarbene Ram hier auf meinem Hof? Der ist mir. Ups, achso, alles klar. Ups und holla, so. Wo ist eigentlich jetzt Mitarbeiterparkplatz? Der Mitarbeiterparkplatz? Ja. Ne, nicht dort. Ne, ist mir klar. Nee. Hier. Warte, hier. Hier vorne. Hier ist Mitarbeiterparkplatz, hier. Hab ich einen Parkplatz gemietet für dich. So. Ich bräuchte noch die Zange, Herr Brunsmann. Ja. Komm. Wo ist sie denn? Ist sie schon unterwegs? Nein, aber soeben. So, Günther. Oh, wieder kein Gewicht hinten dran. Ich war ja blöd. So, ich stempel dann mal ein. Schön. Günther, du kannst bitte? Ja. Wir müssen hier die Bäume jetzt verladen. Wir müssen jetzt hier wirklich Rambazamba machen. Okay. Das muss jetzt hier langsam frei werden. Ja. Ansonsten kriegen wir echt Probleme. Okay. Ja. Für eine Frontladung brauchen Sie die Gabel. Ja, bitte. Eine Poltergabel oder eine normale Gabelzange? Eine Mistzange. Kannst du mal hier die Kleen drauflegen? Ja. Die Kleen mal hier rausnehmen, alles ja. Was mit der Hand ist? Ja. Ja gut, solange bis die Zange da ist, ja. Alter, wir müssen hier das Zeug, ich krieg eine Macke. Ich hoffe, der Kunde kommt ja nicht um die Ecke bald und fragt ja, was los ist wegen Solarpanels, warum hier nicht gebaut werden kann. Junge, wenn es ja eine Dingsverzögerung gibt hier, eine Bau, wisst ihr, was ich meine? Nö. Hier so eine Bauverzögerung, Junge, wisst ihr, was das kostet? Nö. Ja, da müssen wir die Kosten tragen für den Ausfall der Solarplatten dann vielleicht noch und alles. Nö. Wie nö? Dann hole ich. Da kannst du gleich hier von dem Knobelschuppen alles durchüberweisen. Dann hole ich Oleg. Ja, da bist du wieder ruhig. Normal. Ne? Was? Da bist du wieder ruhig, ne? Hab du mal nicht so die große Klappe, ey. Und wieder zwei hier vor dir stehen, die Mexikaner sprechen, dann machst du nämlich auch ganz eng, mein Freund. Ey, ach, Mexikaner. Die finden mich nie hier im Felsbrunnen. Stimmt. Da. Ich bin hier nicht mal registriert. Ja. Die Zange kommt hoch mit den ersten Solarpanels. Okay. Schöne wieder Solarpanels. Ja. Wir haben Sie einen Überblick, wie viele kommen insgesamt? Ja, das könnten etwa 4 Stück sein. Au, halt die Esse fest. 4 Container, 4 EPC-Container. Sind die alle gleich groß oder sind da auch große dabei? Jetzt sind mal 2 gleich große hier. Aber die großen, die kommen noch. Die kommen auch noch? Ja. Du Arschglück, Mann. Wissen Sie was, Herr Brunsmann? Ja. Haben Sie vielleicht. Ich habe jetzt so viele Massebäume verkauft. Ich will ja wahrscheinlich ein bisschen auch meinen Maschinenpark erweitern. Gell? Wollen wir hier an der Firma. Wenn da das ganze Geld eintrifft, wenn wir die gefällt haben. Haben Sie vielleicht. Ich würde gerne meine Fan-Kollektion erweitern. Vielleicht gibt's ja was. Wissen Sie, was ich suche? Das tönt ja fantastic. Fantastic, ne? Ich suche ein TMS, suche ich. Ein 900er. Ein 900er oder ein 800er TMS? Was Schönes. Gut, ja, hier haben wir ja schon. Was? Gibt das nicht. Ein 800er haben wir ja schon. Wenn sie 900er hätten noch, vielleicht? Was hast du nicht? Gibt es nicht! Warum nicht? Es sei denn, du sagst Taschentiger. Taschentiger. Okay, so. Jetzt darfst du dir einen können. Genau, schau mir noch einen Stamm drauf, da muss ich mal die Spanngurte drum zippeln. Ich zippel hier gar nichts mehr drum. Ist ja Feierabend. Mach die Spanngurte drum, Junge, sonst schaut's hier, du bist eingestochen. Es ist Feierabend. Du hast. Sag mal, geht's hier noch ganz knusper, Alter? So, Spanngurte drum bitte. Warte mal, hier ein paar Kleine können wir noch oben drauflegen. So, wegen der Gewichtsverteilung. Scheiße, gehen wir mal nicht drauf hier. So, warte mal, die krieg ich fest geladen. Geht das da drüben, Günther? Ja, geht. Ich habe hier schon ziemlich viele kleine, die ich so tragen kann, rausgezogen. Das ist gut. Da. Da, gut.
Ich bin immer noch geschockt von diesem Ding, gell? Welchen Ding? Das Haus. Schon geil, ne? Also das ist, da kennt ihr alles. Da fällt mir nicht zu ein. Da fällt mir wirklich nicht zu ein. Da. Das ist toll. Die alte ist geil. Ja, schön. Jetzt habe ich endlich wieder eine Frau. Ja. Ja, endlich wieder eine Frau und wir haben kein Geld mehr. Ich habe noch 200.000. Das ist genau so ein Ding, was ich nicht verstehe. Warum? Weil ich nicht verstehe, wo das Geld herkommt. Ja, vom Knobelschuppen. Ja, ich klöbel dir auch gleich mal einen Schuppen, Junge. Kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Das ist Geld vom Nichts machen, das ist genau Günthers Ding. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, Günther, versuch jetzt irgendwie das Ding hier runter zu hobeln. Ja. Alter Schwede, ey. So, jetzt wird's kriminell. Ich muss irgendwie hier. Oh, Scheiße, Alter. Kriminell, ich komm. Oh, dieser Container ist aber sehr schwer. Da müssen viele Solarpanels drin sein. Ehrlich? Ja. Nicht umfallen, nicht umfallen, nicht umfallen. Komm schon, mein Kleiner. Wir haben so lange geübt. Im Verladelehrgang und überall. Ich bin zwar maßlos überladen hier für die zwei Achsen. Oh, Alter, da schleift der Schutzblech schon drinne. Junge, leck mich am Arsch. Schau doch den an. Boah, muss ich auch mal Allrad anmachen hier. Mann, Allrad von Zerschwender. Kriegt ja gar nicht gebremst so richtig hier. Ich mach leck Feierabend. Günther, ich. Berthet. Wirklich? Was denn? Nee, nicht was denn? Meine 8 Stunden sind um. Ja. Absolut unklar. Boah, wir sind maßlos überladen, Günther. Maßlos überladen. Wann kommt's ja, Brunsmann? Ach, sie sind schon. Ah ja, jetzt kommen wir gerade um die Ecke. Ja. Wir warten noch schnell auf Herrn Brunsmann, dann machen wir Feierabend, Günther. Okay. Da laden wir hier, da haut noch ein paar Stämmchen drauf hier dabei. Bin ich da noch dabei. Muss auch noch ein paar Prachtexemplare, wollte ich mir eigentlich noch raussuchen für unten. Hä? Für den Schuppen und zum Zwischenlagern. Ach so. Oder ich nehme Massebäumchen. Oh, ich habe zu wenig Massebäume, Günther. Die Massebaumplantage muss vergrößert werden. Ich habe zu viele verkauft. Das ist der absolute Wahnsinn. Das glaubst du gar nicht. Der absolute Wahnsinn, Günther. So, jetzt fahren wir die aber erstmal weg hier. Ich hätte dann noch was für ihre Massebaumplantage zum Pflegen von den Bäumen. Was denn da? Holzwürmer. Zum Pflegen? Ja, da kann man so hochfahren und die Bäume oben pflegen und schneiden. Zum Körbchen? Ja. Das wäre nicht schlecht. Sag mal oben so ein bisschen, ne? Das, man muss ja ein bisschen ausdünnen, wegen gescheiten Wachstum und alles, gell? Genau. Das ist ganz wichtig. So, die ganzen Solarcontainer, ey, mir wird schon schlecht. Die wollen wirklich den ganzen Hügel hier vollpflastern, Günther, ist der Wahnsinn. Ja? Ja. So. Gut, wir haben schon ganz schön was weggeräumt hier. Kann man nichts sagen. Kann man wirklich nichts sagen. Ich kann nichts mehr hochheben. Ja, dann wird Zeit. Dann kannst du schon mal runtergehen zum Brunsmann, da ist die Zange. Der hat eine Zange mit. Hier. Der hat eine Zange mit, Günther. Okay. Von Johnny. Okay. Oh Mann, der braucht noch ein Gewicht hier. Da. Unglaublich. Absolut unglaublich. Wo brauchen Sie die Zange? Schon dir. Da. Achso, warte mal. Haben wir noch ein Gewicht hier, Günther, irgendwo? Weißt du das? Nö. Gar nicht. Egal. So, komm, schnell aufs Snipe hier, mach's mal Feierabend. Sind die Container hier wichtig?
Günther! 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 Entschuldigung. Ich. Günther! Herr Brunsmann, können Sie vielleicht den Container nochmal nachrutschen, den einen, weil mein. Der Vollidiot ist ja draußen. Warte, ich schub's das. Ich mach da wieder gerade. Günther! Das da sind Solarpanels drin, du Idiot! Ich mein, hättest du es mehr wie vier Klassen geschafft, dann könntest du lesen, was auf der. Naja. Na, wieder gerade. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.